So, und da sind wir wieder bei Destiny. Wir sind letzte Folge ja hier stehen geblieben, nach dem Einstellung und dem kleinen Intro. Wir können uns jetzt hier bewegen, haben auch einen schönen Schatten. Wir können, das weiß ich schon, mit den Pfeiltasten dancen, winken, auf jemanden zeigen und uns hinhocken. Cool. So, wir können, wenn ich mal auf Back drücke, genau, auf die aktuelle Aufgabe zu sehen. Da kommt unser kleiner Geistfreund hier. Da steht jetzt da, was wir machen. Betritt das Gebäude, flüchtet in das alte Ruine. Unten, hier kannst du nicht herbeirufen. Ja, herbeirufen nicht möglich. Das dazu später noch was. Und eben Spiel verlassen, das wollen wir aber nicht. Deswegen machen wir ihn wieder weg. Ja, laufen wir doch mal hier lang. Um zu sprinten, okay. Ah, wir haben Fäuste. Haben jetzt auch unser Fadenkreuz. Sollen wir hier rein, oder? Na, ich glaube, wir sollen hier rein. Okay. Lass mich nachdenken. Du brauchst eine Waffe, bevor die Gefallenen uns finden. Okay, eine Waffe also. Gibt's hier irgendwo Waffen? Okay, auf jeden Fall muss ich erstmal kurz, Still. Sie sind genau über uns. Ja, sorry. Bin gerade beschäftigt. Was? Ja. Und das ist aktiviert. Blicksteuerung. Ja, 3 ist viel zu wenig. 7. Blickzentrierung aus. Kontrolle Vibration aus. 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 Danke. Tastenbelegung Standard. Stickbelegung Standard. Was ist denn die Tastenbelegung? Schauen wir uns die kurz an, bevor wir laufen. Ziel voneinander, Granate, Nahkampf. Nee, da muss ich was machen. Hä? Ach so. Ah, okay. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was dagegen, dass Schlagen nicht auf B ist. Wie geht das? Warum geht das nicht? Spieler-Highlight. Ja, wo ist jetzt ducken? Ducken. Spieler-Highlight. Okay, solange ducken da ist, ist alles gut. Nahkampf, Granate, kann ich das vielleicht? Ne, geht ja nicht anders. Okay, dann spielen wir eben so. Puppenspieler. Winken, tanzen, hinsetzen, zeigen, bewegen, sprinten. Superfähigkeit für einen Nahkampf, springen, Spieler-Highlight nachladen, in der Aktion, Waffe wechseln. So, müsste alles passen jetzt. Ja, auf jeden Fall besser. Ah, okay. Jetzt macht unser kleiner Geistfreund ein bisschen Licht. Okay. Was ist hier los? Hier eine Kiste. Ist es eine Waffe? Nee. Warte mal. Gefallene lieben die Dunkelheit, wir nicht. Ich suche uns ein paar Feuersteine. Okay. Hey, wo? Ah, da. Ah, da, okay. Hey, damit. Danke. Ich hoffe, du weißt, wie man das Ding benutzt. Ja. Habe ich gelernt in der Grundschule. Geradeaus. Achte auf deinen Radar. Okay, das ist oben links. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Gegner, 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 Gegner. Oh mein Gott.
Oh, wir haben... Ah, okay. Ja, ich fühle jetzt so, als ob ich alles nicht kenne. Ich kenne natürlich alles schon, die komplette Mission. Aber ich bin mal überrascht. Ich freue mich mal für euch. Granaten habe ich nicht. Scheiße. Wir sterben. Doch, ey. Ey. Bam. Wo, wo, wo. So. Okay. Oben ist unser Lebensanzeiger. Aber wir müssen durch. Nur weiter. Nachladen mal. Ja, die... Oh. Das war jetzt fail. Die KD der Waffe hier. 20er Angriff. Das ist jetzt nicht gerade sehr gut. Hier ist kann man uns... Hier sieht man unsere Rüstung. Okay. Ja. Das ist eben so equip, kann man ausrüsten. Und das ist jetzt gerade dezent laut, aber ich glaube, das ist im Video nicht so ewig laut. Hoffe ich mal. Mal sehen, was drin ist. Ah. Klammer. Ah, eine Waffe. Eine Schrotflinte. Okay. War das in der Beta auch? Lichtsensorminen. Bloß nicht berühren. Okay. Bah, Scheiße daneben. Hardy, Hardy. Oh mein Gott, ich treffe nicht, ich bin schlecht. Wow. Junge. Okay, haben sich selber auch gejagt. Finde ich gut so. Oh, das ist nicht mehr hier. Fail. Hey. Stopp. Hey. Okay. Lass mal kurz hier warten. Gut, wo sind wir jetzt? Stopp, 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 scheiße. Diese Waffe ist so schwach einfach. Bam, weg ist er. Bam, weg. Nein, nein, nicht. Scheiße. Jetzt. Hey, da war noch einer. Boah, ich werde verrecken. 100 pro. 100 pro verrecke ich hier. Wow. Okay, okay, okay. Die Gefallenen sind hier präsenter als ich dachte. Nur noch ein kleines Stück. Hoffen wir, dass da draußen noch etwas übrig ist. Oh, da ist ja noch einer. Schmeckschrot, Junge. So. Hier mal nachladen. Okay. Die Kluft. Das war ein altes Kosmodrom. Hier muss etwas Flugfähiges sein. Oh nein. Irgendwas teleportiert hierher. Wow. Gefallenen Schiffe, so nah an der Oberfläche? Du musst uns da vorbeibringen. Okay, okay, okay. Renn, renn, renn. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ich höre ganz viele fallende Leute. Stirb, stirb, stirb. Noch mehr. Ey, 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 ey. Geh sterben, geh sterben, geh sterben. Scheiße. Ich verreck, ich verreck, ich verreck. Der ist weg. Ich werde verrecken, ich werde verrecken. Ich werde verrecken. Ich bin tot. Da sind wir wohl gestorben. Okay.
Ja, der hat mich getötet, das sieht man auch an der Anzeige. Wiedereinstieg. Steht unten links. Und dann sind wir hier. Und ja, es ist ein Online-Spiel, das heißt, es wird kein Gegner oder so zurückgesetzt. Also, wenn ich jetzt sterbe, bleiben die Gegner da, wo sie eben auch waren. Ey. Komm her, komm her, komm her. Bam, wie gesagt. Böse, 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 böse. Komm her, komm her. Komm her. Okay. Oh, ich sehe unten an der Leiste, dass wir fast schon Level 2 sind. Aber es fast. Jetzt haben wir wieder 20 dazu bekommen, das ist hier noch einer. Und nochmal 40. Und da ist noch einer. Und ich bin Level 2. Ah, okay. Wir haben etwas Neues. Hier, okay. Leere Läufer. Details. Ah, stimmt. Jetzt haben wir unsere Vortex-Granate. Das sind sozusagen die Granaten, die man hat. Ja, okay. Sonst haben wir nichts. Ja, hier unten können wir mal... Hier, Roundhülle, Geisthülle, gibt auch verschiedene. Unser Emblem, Abzeichen eben, bietet man ja auch oben rechts. Ja. Wir haben jetzt eine Granate. Signal eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Okay. Wenn ich das nächste Mal Gegner komme, werde ich die mal einsetzen, diese Granate. Boom! Ja, diese Granate saugt dann noch so in sich rein und zieht dann Leben den Gegnern ab. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Nee, die ist sehr scheiße. Geh mich mal hin. Scheiße, daneben. Sterb, sterb. Ja, es zerstört, ich weiß. Aber so im Notfall sage ich immer sterb. Da ist ein Schiff. Du musst sie erledigen. Okay, okay, okay. Der sieht, das ist ein größerer, der ist ein bisschen schwerer. Ich bin tot. Okay, unten Wiedereinstieg. Ja, es ist gerade dezent laut. Ich hoffe, das ist im Video nicht so arg laut. Das kommt dran. Ja, das Ding hat einen sehr starken Rückstoß, diese Waffe. Aus, Granate, sehr voll. Aus, Schild weg, Schild weg, Schild weg, Schild weg. Bam. Bam. Und Granate aber noch geworfen. Er ist tot. Oh mein Gott, da ist der Boss wohl mit mir gekillt. Da hat, Junge. Habe ich in die falsche Richtung? Nee. Nee, schon richtig. Okay, was war das gerade? So, wo ist denn hier noch einer? Da bist du noch einer. So, der ist auch weg. Bam, weg. Und... Ah, da. Okay, was war das jetzt? Mal sehen, ob ich uns hier rausbringe. Oh, eine Filmsequenz. Okay. Gucken wir uns die doch mal an. Liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweitet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Also gut, für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter.
Ich hole dich heim. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. Vortex-Granate. Gleiter. Okay, was war das jetzt? Gleiter haben wir auf jeden Fall dann später. Prämien. Das Sprungschiff. Und was ist das? Egal. So, Kills 52. Präzise Kills 12. Fähigkeiten Kills 13. Ja, wenn ich Nahkampf mache, ist das ja ein Fähigkeiten-Kill. Ja, fortsetzen. So. Dann kommen wir jetzt meines Erachtens nach zum Turm. Werdet ihr gleich sehen, was der Turm ist. Kommt auch wieder ein kleines Video zu. Aber erstmal der Ladescreen. Ein bisschen nerven die Leute, die online kommen. Hoffentlich lädt mich niemand ein. Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden. Dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Und in diesem Turm leben die Hüter. Ja, die Hüter also. Da sind wir, zum Beispiel. Wir haben jetzt auch schon 18 Minuten. Und ja, gucken wir doch mal, wie viel noch passiert. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch trotz das kleine Tutorial, was es da so alles auf dem Turm gibt. Und dann werde ich auch mal die Folge beenden. Haben ja ein bisschen was erreicht in dieser Folge. Aber wir warten, genau, wir warten erstmal. Ja, Ladescreen. Geh bitte weg. Okay, jetzt haben wir den Ladescreen unten rechts, aber... Ah, okay, jetzt. Ah, jetzt sind da schon andere Leute. Hi. Hi. Okay. So, gehen wir nochmal zum Ausrufezeichen. Ich überprüfe. Die Poststelle. Nachricht. Zeichen der Ältesten. Cool. Nett. Wiedersehen. Willkommen, Warlock. Ikora Ray, die Mentorin neuer Warlocks, ist im Turm Equipment. Weiterhelfen. Okay. Gut. Ja, das war jetzt so schnell durchlaufen. Okay, wir sind ja auf jeden Fall in der Third-Person-Perspektive. Also in der Rückenansicht, sage ich jetzt einfach mal. Hier ist ein bisschen dezent laut, aber egal. Dann gehen wir mal davor zu dieser Person. Frau Iro Ikora. Okay, hi. Willkommen, Hüter. Willkommen in der Schlacht. Oh, eine Robe. Alles so nett. Gute Dienste leisten, Hüter. Ah, okay, können wir uns Sachen kaufen. Ja, die Skalpell-Sachen sind richtig overpowered. Wie man hier sieht, 22... Oh, 34, okay.
Aber hier 39, 31. Das ist schon... Ist schon ganz nett hier. Sieht auch richtig nice aus. Ja, ich werde mir wahrscheinlich alle Skalpellflügel-Sachen holen. Da brauchen wir Boss Level 8 für. Hier gibt es auch noch Sachen hier. 200 noch was Verteidigung, Level 20. Das ist dann schon eher für die größeren Leute. Aber egal. Ich würde sagen, kaufen wir uns erstmal nichts. Danke. Weil... Ah, okay. Charakterausrüstung. Ja, wir haben jetzt hier unsere Brust. Die hat auch ein bisschen mehr. Ziehen wir mal an. Jetzt warten wir kurz und jetzt haben wir es an. Genau. Das ist blau und wir haben hier unten was, wie ich sehe. Ah, ja, genau. Wir haben jetzt hier unser schönes neues Abzeichen. Sieht auch schön aus oben. Hier ist unser Schiff. Hier ist unser kleiner Geist. Genau. Jetzt sehen wir auch gleich hier so aus. Finde ich ganz gut gemacht. So, müssen wir jetzt noch hin? Da rinnt er, okay. Der Waffenmeister, ah, okay. Werden wir mal gucken, ob wir vielleicht noch so eine schöne Waffe finden, wie wir jetzt gerade dabei haben. Nur eben mit mehr Reichweite und so. Hi. Guten Tag. Das ist zum Beispiel ein Exo. Charakter öffnen. Was haben wir denn? Ein Automatikgewehr, eine KHV, noch irgendwas. Impulsgewehr, Automatikgewehr, okay. Scoutgewehr, Handfeuerwaffe. Piste. Nee, ich glaube, ich nehme jetzt Automatikgewehr. Wie fühlt sich das an? Gut. Ah, Automatikgewehr. 49er Schaden. Ja. Ich glaube, das geht. Wie viel? 170 Glimmer und Level 6, okay. Werden wir mal auf das sparen, falls da nichts Neues mehr kommt. Dann gehen wir mal in unseren Typ rein und wechseln mal zu dieser Waffe. Gut. Gib gut auf die Kanone, Achtüter. Ja, mach ich. Ja, es gibt einen Trick, kann ich mal zeigen. Man kann hier auf den Baum hoch. Leider ist es so, dass man eben als Titan diesen Doppelsprung hat. Den kann man, glaube ich, aber hier an dem Turm auch nicht einsetzen, wenn ich mich da nicht irre. Aber man kann hier hochklettern. Nein, scheiße. Egal, man kann da auf jeden Fall hoch. Und wir müssen wir noch hin? Ah, Schiffsmeisterin. Schiffsmeisterin. Da gehen wir da mal hin. Ja, hier ist alles ein bisschen sehr groß verzweigt. Genau, wir haben nämlich da einmal irgendeinen Job. Keine Ahnung, was er bringt. Und wir haben hier oben noch diesen Schiffsmeisterin. Hi. Ja, nimm das für deine Reisen. Das haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja, 90 Haltbarkeit. Hier gibt es dann Sachen, die wir noch dazu ab machen können, also Schiffe zum Beispiel. Wenn wir hier Vorschau. Sieht dann so aus. Zum Beispiel. Ja. Noch irgendwas? Nein, das sieht nicht mehr so aus. Ja. Es gibt auf jeden Fall... Ah, okay, ja, das kann ich auch noch kurz zeigen. Hier kann man... Hier. Karte. Hier waren wir noch nicht. Das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Den netten Turm Nord. Weg der Reisenden waren wir gerade. Hier sind wir gerade. Und hier ist die Mitte. Das bewegt sich auch ein bisschen mit, wenn ich mich so hier bewege und so. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zur Mitte und wir sehen im nächsten Part dann den Turm Nord. Ja, gehen wir erstmal zur Mitte. Hier können wir Interaktion machen. Hier im Turm. Können wir auch bei den Leuten machen. Ah, okay. Also, wenn ich fertig bin, soll ich zum Orbit gehen. Es geht ja hier unten, da zum Orbit. Er macht unseren kleinen Kollege da.
Da jetzt zum Turm noch, da waren wir ja noch nicht. Und da gehen wir nächste Folge hin. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst für das Video. Und ja, sehen wir uns eben dann in der nächsten Folge, wenn wir uns den Turm Nord ansehen und auch noch ein bisschen das nächste Level. Ja, bis dann.